Hier geht es um das Thema duale Karriere für die Athletinnen und Athleten. Klar ist, die Leistungssportkarriere ist irgendwann endlich. Was kommt dann? Und dementsprechend ist es wichtig, sich schon ein zweites Standbein für die Zeit nach der Karriere, während der Sportkarriere aufzubauen. Sobald man nicht Fußball spielt, ist es schwierig, seinen Lebensunterhalt mit dem Sport zu finanzieren oder zu verdienen. Und von daher war früh für mich klar, dass ich neben dem Tischtennis unbedingt noch ein zweites Standbein mir aufbauen möchte. Und ich habe während meinem Abitur überlegt, zusammen mit Bernd Brückmann, welche Möglichkeiten es gibt. Und da hat er mir relativ schnell die ACAD empfohlen. Die ACAD bietet für mich die notwendige Flexibilität und dementsprechend ist es für mich eben als Profisportler eine gute Wahl gewesen, um Sport und Studium eben unter einen Hut zu bekommen. Der Umgang mit den Leistungssportlern und die Beratung der Leistungssportler ist so das eine. Aber das andere ist eben, die flexiblen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass überhaupt eine duale Karriere möglich ist. Also ein Studium von der Stange, in Anführungszeichen, ist halt nicht realisierbar. Es ist tatsächlich so, dass ich probiere, ein gutes Zeitmanagement zu bewahren, indem ich die Woche relativ klar für mich strukturiere. Und dementsprechend sieht das bei mir meistens so aus, dass ich morgens ins Training gehe, danach Mittag esse, mich ein bisschen hinlege, meine zweite Trainingseinheit absolviere und dann eben abends Zeit habe, um mich für die Uni hinzusetzen, um dort ein bisschen zu lernen. Es ist schon ein sehr durchgetakteter Lebensablauf und durch den Leistungssport erwerben die Sportler halt auch einfach gewisse Rahmenbedingungen, die ihnen für das spätere Leben helfen. Ich als Profisportler habe extrem wenig Zeit, um mich noch um viele Dinge drumherum zu kümmern und dementsprechend passt es gut in meinen Alltag und ermöglicht mir neben dem Profisport auch noch zu studieren. Das Thema Fernstudium ist ja bei der ACAD genau das, was viele Leistungssportler auch nachfragen, weil es eben die größtmögliche Flexibilität bietet. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir die ACAD wie auch andere Fernuniversitäten als Partner an unserer Seite haben. Disziplin und ein gutes Zeitmanagement, das sind so die zwei Faktoren, die man auf jeden Fall mitbringen sollte. Ansonsten einfach probieren.